Servus, Freunde. Ja, und wir sind in Part 6 angekommen, nachdem ich in der letzten Runde die Wände begradigt habe und gespachtelt und geschliffen, gibt es heute Farbe. Kein Riesending, die Farbe. Ich musste halt nur ein bisschen aufpassen, dass ich die Betondecke nicht voll schmiere, nachdem ich sie ja in der letzten Runde so mühevoll abgeklebt habe. Zweimal streichen, dann sah das schon ganz akzeptabel aus und ja, ich denke mal, kann man so anbieten. Und dann kamen wir eigentlich zu dem Punkt Lampenbau. Und ja, das habe ich auch selber noch nie gemacht. Aus Wickelfalzrohr natürlich schon gar nicht. Und naja, wie ihr seht, für mich war das ja wirklich das allererste Mal. Ich habe dann 180er Wickelfalzrohre genommen, habe immer schon ein paar Stücken zusammengebaut, die zusammengenietet und habe das dann an diese Rohrschellen gehangen. Natürlich gleich die Kabel eingezogen, damit ich nachher nicht rumfummeln muss und dass da alles irgendwie durchfädle. So war es natürlich eine super einfache Geschichte und ich kam an alles gut ran. Die eine Seite war recht einfach, jetzt musste ich aber die zweite Seite dran machen. Und das ganze Teil ist ja asymmetrisch, wie ihr gleich sehen werdet. Also so wie wir es jetzt sehen, die rechte Seite ist etwas länger, da die Lampe nicht genau in der Mitte hängt. Ihr seht ja, dass die Duschwand, wo das Längsrohr anstößt, und das ist nicht genau die Mitte. Also musste ich es ein bisschen asymmetrisch machen, damit das, ja, sagen wir mal, dann wieder gleichmäßig im Raum aussieht. Das gerade Hängen, das war, wenn du alleine bist in 3 Meter Höhe, ist das gar nicht so einfach, muss ich sagen. Aber im Endeffekt hat das alles nachher funktioniert mit den Gewindestangen da in die Decke rein und das Ausrichten habe ich mich echt ein bisschen schwer getan. Aber wie gesagt, ich stehe da auf der Leiter, letzte Sprosse und spiele dann da mit den Rohren rum, wie ihr seht. Das ist nicht so einfach. Ich denke mal, wenn man sich da ein bisschen Gerüst hinbaut, ist zu zweit, dann ist das alles ein bisschen einfacher. Aber naja. Der sechsarmige Krake wurde dann irgendwann fertig und also ich finde ihn cool, habe sowas noch nie gesehen und da wir ja so einen Industrielook erzeugen wollten, ist das glaube ich gar nicht so verkehrt. Ja, jetzt hatte ich ja richtig Licht und habe natürlich auch gesehen, was ich da mache. Ging es ans Bodengrundieren und dann habe ich dann Bodenausgleichsmasse, nein, ich muss sagen, selbstnivellierende Bodenausgleichsmasse aufgebracht. Aber Leute, ich sage euch eins, also die heißt wahrscheinlich selbstnivellierend, weil du sie selber nivellieren musst, so wie die Hersteller sich das vorstellen, auskippen, ein bisschen anschieben und dann läuft die dahin, wo sie hinlaufen soll, das kannst du vergessen. Die musste mehr als nur anschieben und naja, am Ende war es so halbwegs brauchbar, sagen wir es mal so. Also ich habe schon viele Ausgleichsmassen ausprobiert, aber ich weiß auch nicht, also entweder bin ich zu dumm für sowas, ich habe das noch nie richtig hingekriegt. Ich kenne auch niemanden, der sagt, oh, kipp ich aus, läuft, passt. Na gut, hier, das ist der Bodenabfluss für die Duschen. Den habe ich da angeschlossen und noch einbetoniert. Und dann ging es ans Isolieren. Boah, da scheiden sich natürlich auch wieder die Geister. Ihr wisst ja, ich gehe da auf meine ganz eigene Art ran. Ich denke einfach, oder ich versuche mir immer so die Laufrichtung des Wassers beim Duschen vor Augen zu halten. Ne? In den meisten Duschen kommt es von oben und läuft nach unten. Und so bringe ich dann auch die Dichtstreifen an. Ich beginne unten, eben wie, sagen wir mal, wie Dachziegel auf einem Dach. Ne?
die liegen ja auch so übereinander, sodass, wenn das Wasser von oben kommt, nirgendwo reinlaufen kann. Und so lege ich die Dichtstreifen übereinander, damit die nach unten, das Wasser nach unten ablaufen kann. Meine Logik. Ob das jetzt richtig ist, weiß ich nicht, aber bis jetzt gab es noch keinen Stress. Und dann habe ich die ganze Fläche mit Lastogumm beschichtet. Das ist so eine, ja, so eine, ich sage immer, das ist eine Gummimasse, die eben extrem wasserabweisend ist, weil Gipskarton, ne, besteht ja nun mal aus Gips und Karton, auch wenn der hier imprägniert ist, der grüne ist der imprägnierte, der graue ist der normale, hält ja nicht lange den Wasserstand. Und wenn man das gut, beschichtet und die Kanten schützt, dann ist das eine recht stabile Geschichte. Und so viel Wasser kommt nicht hinter die Fliesen, wenn man es ordentlich macht. Nachdem es getrocknet war, gab es dann noch eine zweite Schicht. Und wie ihr seht, kann man so anbieten. Also ich war da ganz zufrieden. Von nahen sieht man das dann, dass das auch schön die Oberfläche verschließt. Und somit ist man da auf einer recht sicheren Seite. Ja. Und dann sind wir schon mit Part 6 wieder durch. Das geht immer ruckzuck, ne? Das erwartet uns in der nächsten Runde, im Part 7, das Fliesen. Ihr seht, machen wir mal das Licht an und aus, um den Laserstrahl da besser zu sehen. Wir haben da 90er Fliesen. Ich habe ja die Wand gleich so gemacht, dass ich die Fliesen nicht schneiden muss, ne? Clever, oder? Und links die Wand, die habe ich 1,80 Meter gemacht, damit ich auch da nicht die Fliesen schneiden muss. Und sieht natürlich auch schöner aus, wenn du schon große Fliesen hast, dann solltest du so wenig wie möglich schneiden. Ich mache manchmal Bäder, da haben die riesen Fliesen. Und wenn ich fertig bin, sind drei Fliesen im Ganzen und der Rest ist geschnitten. Ja, das kannst du vergessen. Ne? Aber hier hat sich das angeboten. 90 mal 1,80 Meter ist eine angenehme Größe für eine Dusche. Ja, naja, in der nächsten Runde seht ihr dann, was rausgekommen ist bei der ganzen Geschichte. Ja, wenn es euch gefallen hat, freue ich mich natürlich, wenn ihr wiederkommt. Und ja, dann sage ich mal, danke fürs Zuschauen und wir sehen uns einfach in Part 7. Wenn es euch gefällt, lasst mir ein Abo da, freue ich mich natürlich drüber und bis dahin.